Liebe Lühnerinnen und Lühner, meine Videobotschaft zum Wochenende kommt heute am Samstag, also einen Tag später als üblich. Das liegt daran, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. Heute wird in unserer Stadt ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert. Heute wird nämlich die älteste Einwohnerin unserer Stadt wieder ein Jahr älter. Aus diesem Anlass habe ich mir ein Geschenk überlegt, das sie von mir heute noch bekommt. Als die Lühnerin, von der ich spreche, geboren wurde, da hatte Lünen weniger als 15.000 Einwohner. Die Zeche Victoria war erst wenige Jahre in Betrieb und Brambauer gehörte noch gar nicht zu Lünen. Lünen selbst war Teil des Landkreises Dortmund und des Königreichs Preußen. Wenige Monate nach der Geburt der heutigen Jubilarin begann der Erste Weltkrieg. Nun, wer sich in Geschichte gut auskennt, der hatte schon erkannt, es geht um das Jahr 1914. Die älteste Bürgerin unserer Stadt, jetzt nenne ich sie beim Namen, Frau Irmgard Besser, wird heute stolze 107 Jahre alt. Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt gratuliere ich zu diesem besonderen Ehrentag. Wir alle wünschen ihr, wir alle wünschen Ihnen, liebe Frau Besser, wenn Sie dieses Video sehen, alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Sie können mir glauben, dass es für mich als Bürgermeister eigentlich zu den schönsten Aufgaben in meinem Amt gehört, Mitmenschen in einem so hohen Alter zum Geburtstag persönlich gratulieren zu können. Das ist in dieser Zeit wegen Corona leider nicht möglich. Deshalb hoffe ich, dass Sie, liebe Frau Besser, diese persönliche Videobotschaft genauso gerne von mir annehmen, als wenn ich Sie besucht hätte. Als ich Sie das letzte Mal besucht habe, war das auch schon etwas Besonderes für mich. Ich hatte das Gefühl, durch meinen Besuch ein bisschen an Ihrem Leben teilhaben zu dürfen. Menschen wie Sie sind ein wahrer Brunnen an Erfahrungen und Lebensweisheiten, wovon wir alle etwas lernen können. Ich bin mir sicher, dass das gerade auch für die aktuelle Situation gilt. Was wir aktuell erleben, ist, das möchte ich deutlich sagen, nicht ansatzweise mit den Kriegen und Katastrophen zu vergleichen, die Menschen ihrer Generation erlebt haben. Wenn man sich das klar macht, dann können wir von Menschen in ihrem Alter vor allem Demut lernen. Ich möchte Ihnen allen, die diese Videobotschaft sehen, noch ein Zitat mit auf den Weg geben. Es stammt von Christoph Wilhelm Hufeland, einem Mediziner, der im 18. und 19. Jahrhundert gelebt hat. Seelenruhe, Heiterkeit und Zufriedenheit sind die Grundlagen allen Glücks, aller Gesundheit und des langen Lebens. Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende und bleiben Sie gesund.